Und wenn ich mir selber 10 Versionen davon kaufe, ist mir egal. Verlose ich Keys am Freitag. Verdammt dunkel hier, ich kann überhaupt nichts erkennen. Es ist auch ein Abfluss, du Frobo! Kein Wasser, das überrascht mich nicht. Ah, wenn ich einen Schraubenschlüssel hätte, könnte ich den Schlüssel bestimmt da rausholen, natürlich. Support Angst, ja, wir müssen Angst unterstützen. Die hat ihre Klamotten dann natürlich schön aufgehangen. Ist gar kein Problem. Die macht sich keine Sorgen, die Oma. Ach, man kommt einfach aus der Tür raus. Gut. Halt! Die Frage, die wichtigste Frage, die sie mir stellt, wo ist der Dollar? Hat die Alte schon geklaut. Irgendwas muss den Krähen Angst eingejagt haben. Vincent Raven geht wieder auf Brautschau. Die Fensterbank ist ziemlich breit. Hier könnte ich etwas zubereiten. Weißt du, gerade mit dem schwarzen Schatten aufgewacht hier, alles unheimlich, Mädchen führt, Geist auf dem Dach, lalala, die Babuschka, die irgendwie, ich werde dich verzehren. Ja, ich mach mir erstmal, hier mache ich mir erstmal einen Borscht. So. Ich sollte das Malzbier in den Ich sollte das Malzbier in den Becher? Was? Welches Malzbier? Ich klicke nicht auf die Fensterbank. Ich will wissen, was ist das da? Es ist einfach unfassbar. Da ist eine Steckdose. Ach so. Zimmer der älteren Dame. Es ist einfach... Okay, wir schrauben mal ganz kurz hier unten ein bisschen rum. Klonks. Da haben wir den Schlüssel zum Kofferraum. Kann man den Fernseher gucken? 21 zu 9, da läuft gerade der neue Avengers. Diese Antenne empfängt nichts mehr. Ich bräuchte irgendwelche Metallstäbe, um sie wieder funktionstüchtig zu machen. Alter, Tauchsieder! Nimm den beschissenen Tauchsieder, du kannst ihn da wieder mitnehmen. Der Typ. Klack. Ohne Antenne werden wir keinen Empfang bekommen. So, die Uhr. Der Fernseher ist überhaupt nicht angeschlossen. Wie kann es sein, dass der läuft? Das wussten wir doch schon. Wie kommt es, dass das Ding noch an ist? Der Stecker hängt doch da. Oh Gott, das ist einfach so mysteriös. Kofferraum, wir gehen mal ganz kurz zum Kofferraum. Ich gucke hier mal gar nicht rum. Ich lasse die Alte hier mal auf dem Fernseher kloppen. Wett. Ohne Strom kann der Getränkeautomat nicht funktionieren. Ob hier irgendwo eine Steckdose ist? Da unten ist noch Malzbier. Da oben ist Malzbier. Das müssen wir später... Ah, wussten wir also Bescheid. Okay, hier ist die 3. Also 3. Ich dachte, wäre eine 5. Was? Are you okay? I was worried about you. That poor guy with the hurt leg is better, but I still think he needs medical treatment. Hey. Jetzt habe ich wirklich die Augenbrauen angelegt. So. Okay. Die atmet immer so schwer, die junge Frau. Hat die vielleicht... Ich glaube, die hat so ein bisschen... Vielleicht Asthma? Oder so? Ich weiß es nicht. Die atmet immer ganz schwer. Aber immerhin guckt sie uns jetzt nicht auf den Schritt. Sorry, but you can't come in. The baby's asleep. Ach so, wir werden zu laut. Ich verstehe. Es ist gut, dass sie Rücksicht auf ihr Kind nimmt. Das ist eine gute Mutti. Sie weiß natürlich genau, wir würden das Hotelzimmer komplett auseinandernehmen. Das wäre hinterher ein komplettes Wimmelbild. So, mal gucken, wer in der 1 wohnt. Das ist übrigens der Busfahrer. Der hat sich hierher geschleppt, ist dabei noch mit seinem bandagierten Bein in Scheiße getreten und da hat sich dann Dollar festgeklebt. Ist aber egal, YouTube-Näschen, ich nehme einen Dollar mit Scheiße dran. Hauptsache Dollar. So. Da steht noch was unter seinem Bett. Eine Rattenfalle? Achso, die nehmen wir mit. Und ein Stecker. Zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ich habe den Stecker doch selber gesehen. Und hier wächst ein bisschen was rein. Ich weiß gar nicht, wie der Mais hier reinwächst, aber gut. Sieht trotzdem cool aus. Er sieht einfach cool aus, das muss ich mal sagen. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Wie ist der hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er atmet immer noch sehr schwer. Vielleicht ist er auch ein bisschen erregt, wie die Dame. Oh ja,
Oh ja. Oh ja. Oh. Ach, das war's schon. Ich find's schön, wie das Hemd sich hier so spannt und der Bauch da so rausguckt. Ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Für die Ladies. Und natürlich für die Herren, die das schön finden. Ich muss einen Weg finden, ihm zu helfen. Sonst übersteht er dieses Abenteuer am Ende nicht. Wir haben doch schon alles getan. Der ist vanagiert, der hat seine Tabletten. Was braucht er denn noch? Neue Socken natürlich, weil er in Scheiße getreten ist. Wo sind denn seine Schuhe? Die sind weg. Oh. Hm. Schön. Wett. Ach ja, der Busfahrer. Natürlich der Busfahrer. Da fehlen Batterien. Natürlich, sind keine Batterien in der Fernbedienung. Ach, so ein Trolleybus, so ein fernbedienbarer. Die hatten immer früher Kabel in Russland. Das weiß ich zufällig. Ein Lampenschirm und ein Nagel. Das Brett ist schon halb verrottet. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich es bestimmt entfernen. Mit der Schraubzwinge zum Beispiel. Die wir natürlich nicht mehr haben. Ist ein Wimmelbild. Wir müssen das Brett entfernen. Warum? Wir können auch das kaputte Bein, das braucht er doch nicht mehr. Wir amputieren sein Bein, klemmen das unter das Brett und dann mit dem Schienbein können wir das doch rausbrechen. Ist doch egal, ist doch eh kaputt. Ändert sich doch nichts. Oh wei, eine Landkarte. Das beste Motel im Mittleren Westen klingt authentisch. Klingt absolut glaubwürdig. Ich bin überzeugt. Das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, Oregon, Oklahoma, ich weiß überhaupt nicht, wo da was hin muss. Ich weiß überhaupt nicht, wo da was hin muss. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber das machen wir später. Das ist sehr praktisch für die Amis. In Deutschland würde ich es noch hinkriegen. Mit Mühe und Not. In Amiland alle Staaten da auswendig zu lernen, dass... nein. Da ist die Schule schon zu lange her. Entschuldigung, meine Nase hat gerade wieder gezwickt. Ich hoffe, ich blamier mich hier nicht. Aber ganz ehrlich, wer kennt denn da alle Staaten auswendig? Ich brauchte das nie. Ich bin da halt in manchen gewesen. Das war's. Der Hund ist weg. Wo ist denn der Hund? Och, Nase. Nee, ist ja wieder gejuckt. 11 von 34. Ich lese gerade im Chat, ich habe wirklich Angst. Die Frage ist, warum? Okay. Was ist das? Ein indianisches Totem. Da fehlt mir, da fehlt ganz klar das zweite Horn. Was steht da? Kaffee? Was steht da hinten? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Hier fehlen ein paar Schalter. Ich dachte, vielleicht in die richtige Reihenfolge bringen oder so. Also zum Beispiel Zelt, Wohnwagen, Haus. Ich weiß noch nicht, in welche. Oh, meine Nase wieder gejuckt. Okay, hier. Jetzt habe ich den Hund gerade gehört. Wir wollten ja noch ganz kurz in den Kofferraum gucken. Da wollten wir noch hin. Natürlich ein Strickkorb. Was denn auch sonst? Die Nadeln kriegen wir mit. Sehr gut. Ansonsten hier nichts. Was ist das? Ist das eine Stampfschüssel oder ein Trankset? Natürlich hat Babuschka ein Trankset dabei. Ist doch klar. Und noch ein Brecheisen. Damit wird es uns gleich niederschlagen, sobald die sieht, dass wir das aus dem Kofferraum geholt haben. Und dann bereitet sie mich aus unserem Blut einen Trank zu. Können wir uns nicht wehren? Vorsichtshalber? Oh, for crying out loud. If that TV wasn't making so much... Ja, okay. Wir brauchen ja noch... Ah ja, die Nadel können wir natürlich hier... Bett. Warum leuchtet denn der da hinten eigentlich? Das ist der Lautstärke-Knopf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Stecker einstecken bringt da nichts.
Ach so, Hey, Fallout! Warte, da war doch etwas. Ein Sheriff. Ja, ich will doch die Nadel greifen. Alter. Hallo Kinder, greift die Nadel. Ein Sheriff vor einem Feld. Nur das, mehr nicht. Wir können nicht draufklicken, ich habe keine Ahnung, das Rätsel ist noch nicht vorbei, da steht immer noch erneut. Wir müssen also noch irgendwas machen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, was wir noch machen sollen, denn... Oh! In dem Polizeiauto? Das ist doch nicht möglich. Bin ich jetzt im Fernsehen? So, es ist sehr dunkel hier im Polizeiauto. Können wir hier vielleicht ein bisschen sauberer machen? Nein. Oh nein, was ist hier los? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist denn hier Licht? Ich sehe nichts. Polizeifunk. Toll. Ah, sehr gut. Da haben wir Licht. Juhu, wir sind in einem Fernsehen. Ich gucke mal ganz kurz in unserem Büchlein. Ach, da sind die verschiedenen Fotos. Okay, die Notizen. So, Murdoch. Die alte Dame hat sich um mich gekümmert. Als ich das Bewusstsein verlor, wir alle haben einen ganz schön anstrengenden Tag hinter uns. Auch die alte Dame scheint dieser Ort zu beunruhigen. Ich meine dunkle Nebelschwaden und ein Fernseher, der auch ohne Strom läuft? Selbst mir ist schon etwas mulmig. Dem Busfahrer geht es nicht besonders gut. Er ist kaum noch bei Bewusstsein und er braucht ganz dringend ein Medikament. Aber wir stecken hier inmitten der Einöde fest. Wo soll ich denn hier Medikamente auftreiben? Vielleicht aus der Fahrertasche. Vermisste Person. Mhm. In diesem Artikel steht, dass seit 1959 immer wieder Leute verschwinden. Hier geht es also schon seit Jahren nicht mit rechten Dingen zu. Den Text würde ich gerne lesen. Seltsame Vermisstenfälle. Vermisste Personen, seltsame Vermisstenfälle. Ach da, begannen vor 6 Jahren. Das Mädel kennen wir ja. Zeitung haben wir auch, Visitenkarte. Da sind Beweisstücke drin. Ich sollte den Umschlag nicht einfach so aufreißen. Hast du noch nie einen Umschlag aufgerissen oder was? Patrone... Wow, so sehen Polizeischlösser aus. Man muss erst Patronen einführen. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Jeder Polizist kennt das. Leugnen ist zwecklos. Abzeichen darin. Patrone darin. Taschenlampe. Juhu. Kriegen wir die? Ich wollte die haben. Das Blaulicht fehlt. Taschenlampe. Da unten steht Taschenlampe. Wir sollen eine Taschenlampe nehmen. Wir haben eine Taschenlampe. Eine Karte der Gegend, aber mehr als die Straße, die wir nehmen sollten, verriet er mir auch nicht. Okay, Tonmann, Blaulicht, Straßenschild, ist ein Kabel vor gerade, Straßenschild? Ein Straßenschild? Verdächtiger? Geladene Trommel, das ist die geladene Trommel wahrscheinlich. Tonband. We've had 5 people missing since the start of the harvest season. The same thing happens every year. It's always the same story. Empty car, no evidence, nobody around. The only fingerprints inside belong to the victims. Hier kommen also Autos an und dann verschwinden die Personen daraus und offenbar, wenn ich das noch richtig... Wo ist denn die Zeitung? Ich würde gerne mal in die Zeitung gucken. Die Zeitung ist natürlich weg. Waren das nur Frauen, die verschwunden sind? Weil hier kamen auch 2 Frauen an. Babuschka und die Junge mit ihrem Baby. Okay, unter der Mütze ist nichts. Das Blaulicht fehlt. Die Beweise kriegen wir nicht raus. Wir brauchen noch eine Patrone.
Es ist immer noch ganz dunkel, aber hier ist doch bestimmt irgendwo eine Taschen... Ah, okay. Blaulicht. Überzeugend. Mobbinglampe. Patrone. Handschellen brauchen wir nicht, ne? Visitenkarte. Mit den Sachen könnte ich Fingerabdrücke analysieren. Wir sollen ja auch Fingerabdrücke nehmen, aber wovon? Skalpell. So, Fingerabdrücke. Aha, nein, es war auch ein Mann dabei, zwei Männer. Charles Twin. Das sieht einfach überzeugend aus, das sind alles Amis, das sehe ich sofort. Die sehen total aus wie Amis. So, Charles Twin. Wer soll ich denn... Ach, was? Willst du mich verarschen? Hör auf jetzt. Okay, Charles Twin. Bingo! Andrea Zabriski. Fräulein Zabriski, was hatten die für einen komischen Fingerabdruck? Vielleicht sehr elegant, haben wir so von oben dran geditscht. Okay, wir müssen jetzt von Andrea Zabriski. Ja, das sieht wieder gut aus. Nein. Nein. War die so klein? Nein, da passt ja sowieso nicht. Wir brauchen einen von der linken Seite, der ein bisschen was ausfüllt. Da. Und jetzt einen unteren. Da. Bingo! Diese Teilabdrücke wurden auf der persönlichen Gegenstände der vermissten Person gefunden. Vielleicht kann ich sie hier zusammensetzen, denn sie ist eine super Polizistin. Sarah Wilson. Auf jeden Fall ist das eine Sarah Wilson. Sieht hundertprozentig so aus. Mit so einem riesen Mega-Daumen. Sarah mit dem Riesendaumen. Und jetzt hier oben noch eine Kuppe. So. Charles Twinton, was kommt denn hier hinten für ein Massenmörder? Ich bin ein Massenmörder. Bingo, das ist Charles Twin. Und wen haben wir hier? Jetzt ist nur noch ein Abdruck übrig. Er muss zu einem dieser Leute gehören. Dieser nicht identifizierte Abdruck ist zu klein für einen Erwachsenen. Das bedeutet... Es ist der Abdruck des vermissten Mädchens. Aber ist es möglich, dass sie noch hier ist? Willkommen im Cornfield Motel. Straßenschild, Bestimmungsort. Straßenschild? Auf der Karte? Ich glaube, ich hab's. Alle Beweise deuten auf das Motel hin. Ach so. Ach so. Ich, ja, hätte ich nicht gedacht. Straßenschild? Was? Hilfe? Hilfe? Ach so. Das Auto fährt aber mal selbstständig zum Straßenschild. Das machen wir gerne. Oh Mann, jetzt. Das ist ja so krass. €20 für den Grafiker. So, ein Trankset. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Es ist schon wieder passiert. Vision oder Erinnerung. Aber nicht meine Erinnerung. Dieses Mal war ich ein Polizist und ich versuchte verzweifelt, die vielen vermissten Fälle aufzuklären. Kommt mir ja bekannt vor, von Grim Tales ein bisschen. Ist denn jetzt... Jetzt ist doch Ruhe bei der alten Dame. Die kann doch jetzt... Thanks, honey. Now I can hear my own thoughts. Oh, how could I forget? My husband used to make all kinds of healing potions. Natürlich, natürlich. I know just how to help our wounded friend. Here. Take this recipe. I'd help you search for the ingredients, but wandering around this place would be too much for me. I can feel a storm coming. Ich glaube immer noch, die will uns in den Ofen schubsen oder so. Könntest du den Ofen für mich reinigen? Huch, wo ist die Brille? Alter, die Brille! Wo ist sie hin? Hexenoma. Ich bin immer noch dafür, dass wir... How's it going, honey? Have you found all the ingredients?
So, Rezept für ein pflanzliches Heilmittel. Wes, das hat die gerade aufgemalt. Die ist voller Street Artist, ey. Sprüht da gleich ihre fetten Graffitis überall übers Motel.